Begonnen hatte alles in einem Einzimmer-Apartment in Neuss. Im Jahr 1986 nahmen hier die ersten 5 Mitarbeiter der Kyocera Electronics Europe die Arbeit auf. Die Vermarktung des ersten Kyocera Laserdruckers mit der Modellnummer F1010 in Deutschland hatte begonnen. Und das Unternehmen wuchs und wuchs. Dabei prägte das Kyocera Unternehmensmotto, die Umwelt respektieren und den Menschen lieben, von Anfang an die Geschäftsaktivitäten des jungen Unternehmens in Deutschland. Im Jahr 1987 schloss man auf der CeBIT eine Partnerschaft mit der Deutschen Umwelthilfe. Diese hat noch heute Bestand. Der Nachhaltigkeitsgedanke war auch in den Produkten zu erkennen. Im Jahr 1992 brachte Kyocera den FS1500 auf den Markt. Dieser war der erste Laserdrucker, der die EcoSys-Technologie verwendete. Im Gegensatz zu Wettbewerbsmodellen zeichnen sich EcoSys-Modelle durch den Einsatz besonders langlebiger Komponenten aus, die über das gesamte Druckerleben im System verbleiben. Das Resultat? Eine bis zu 75% geringere Abfallmenge und niedrige Druckkosten. Das Zusammenspiel aus Ökologie und Ökonomie macht sich bezahlt. Pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum von Kyocera in Deutschland setzte man im Jahr 1996 erstmals über 100.000 Drucker ab. Aufgrund der EcoSys-Technologie wurde Kyocera im Jahr 1997 zudem der erste Hersteller, der für den FS1700 mit dem Blauen Engel ausgezeichnet wurde. Im Jahr 2000 erweiterte sich durch die Übernahme des Kopiererherstellers Mita das Produktportfolio. Aus Kyocera Electronics Europe wurde Kyocera Mita Deutschland. Erste Modelle wie der KM2030 kamen auf den Markt. 2001 folgte mit dem FS8000C der erste EcoSys-Farblaserdrucker. Und das Unternehmen wächst weiter. Um die Markenbekanntheit zu erhöhen, wurde man im Jahr 2005 Sponsor des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Zudem machte man immer wieder mit aufmerksamkeitsstarken Aktionen auf sich aufmerksam. Der Extremsportler Joachim Franz nahm 2006 den FS920 mit auf eine 23.000 Kilometer lange Reise von Alaska nach Feuerland. Der Drucker überstand die Strapazen wie Kälte und Hitze anstandslos. Da auch die Mitarbeiterzahl kontinuierlich wuchs, reichten die alten Büros nicht mehr aus. Im Jahr 2007 bezog man das neue Firmengebäude in Meerbusch. Mit eigener Photovoltaikanlage, Regenwasserversickerungssystem und neuester Wärmedämmtechnik stand auch hier der Umweltgedanke im Vordergrund. Dazu gehört auch der Launch von Kyocera Print Green im Jahr 2011. Kyocera ermöglicht so die CO2-Kompensation der Hardware und des Toners. In den 2010er Jahren wächst das Unternehmen und das Portfolio weiter. Mit der Übernahme der Würzburger AKI GmbH im Jahre 2012, des ECM-Anbieters Sionic Technology in 2016 sowie der Alos GmbH in 2018 und der Optimal Systems GmbH im Jahr 2020 erweitert das Unternehmen seine Kompetenzen im Dokumentenmanagement. Somit deckt Kyocera vom Input über den Throughput bis zum Output den gesamten Informationszyklus im Unternehmen ab und bietet Lösungen an, um Informationsprozesse zu beschleunigen. Seit 35 Jahren gibt es Kyocera Document Solutions nun in Deutschland. 35 Jahre, in denen sich viel verändert hat, in denen Kyocera sich verändert hat. Das Ziel des Unternehmens ist jedoch über die Jahre gleich geblieben. Informationsprozesse in Unternehmen schneller, nachhaltiger und effizienter zu machen. Dafür stehen wir heute und in Zukunft ein. Gemeinsam mit unseren Fachhandelspartnern und Mitarbeitern, die uns über die Jahre begleitet haben.